Willkommen Leute bei einem kleinen Video. Der Alex ist natürlich auch hier im Start. Erstmal ja, zu, ja, erstmal zu Gameplay. Da seht ihr ein Gameplay von Die Krokette. Und zwar ein, ich glaube 22:0 müsste das sein, auf Laborkarte 6. Hat er mir geschickt, ist auch nicht gerade lang, aber die Länge ist perfekt für dieses Video. Und zwar geht's hat um die ein. Länge gesagt. Und zwar geht's um ein neues Projekt von den Gamer Panthers, also um genau zu sein von Alex. Und zwar Uncharted 3 Kills of the Week. Wir sollten meinen bekannt sein, machen auch andere YouTuber schon. Aber wir haben uns das ein bisschen anders gemacht, wir wollen es ja nicht direkt kopieren. Und zwar, nee. Soll ich erklären, Alex, oder? Ach, du weißt es ja, du bist besser in sowas. Versuch's okay. Mal. Also, Alex lädt immer alle 2 Wochen ein Kills of the Week hoch, aber es ist ein bisschen anders. Und zwar, ja, das Video lade ich heute noch hoch. Das heißt, am nächsten Wochenende geht's los. Also, in circa, ja, mach's mal Samstag oder Sonntag, wie es gerade passt, ne? Voraussichtlich Sonntag würde ich jetzt vermuten. Genau, das heißt in 7 Tagen geht's los, ungefähr. Und dann kommt das erste Video und zwar, da lädt er alle Clips hoch, die ihm diese Woche geschickt wurden. So, die haben meine Nummer und da schreiben die Abonnenten in die Kommentare oder auch die anderen Zuschauer, welcher Clip ihnen am besten gefallen hat. Das ist ja noch nichts Neues. Aber dann ist es so, eine Woche später kommt dann das Kill of the Week Video und zwar mit Alex Top 5 plus dem Sieger von den Abonnenten. Also genau. Die die Abonnenten gewählt haben. Also gar nicht mal so kompliziert. Das sagst du. Genau, also falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, wie man es noch besser gestalten könnte, dann kündigt schreibt mal in die Kommentare. Genau, schreibt es in die Kommentare. Ja. Was kann man noch sagen? Was ist noch wichtig? Ja, Clips könnt ihr jetzt alle schicken. Abonnenten, Nicht-Abonnenten, alle möglichen. Nicht-Abonnenten, wieso die das denn wissen? Wenn ihr gerade das Video gucken müsst ihr nicht abonnieren, dann kann auf aber dann Video gestoßen sein. Dann ist die Chance aber gut, dass sie uns abonnieren, damit sie das, damit wenn sie dann schicken, dass sie das Video dann auch sehen, ob ihr Clip dabei genau. Ist. Also, alle nicht abonnieren, die das Video sehen, ihr dürft nur Clip schicken, wenn ihr jetzt abonniert. Also der Abonnier-Button ist kostenlos und steht frei zur Verfügung. Er ist direkt unter diesem Video eingebunden. Jetzt? Ach ja. Wäre sehr nett, wenn ihr mal ganz unverbindlich draufklickt. Unverbindlicher Preisempfehlung. Ja, genau. Ne, also jedenfalls, also alle können Clips Alex schicken, genau. Alle können Clips an Alex schicken. Die PSN-Namen, also die, er hat nämlich 2 PSN-Accounts, die stehen in den Kommentaren. Theoretisch habe ich 6. Aber die, ja, nee, das erkläre ich nicht. Alles klar, Alex. Ja, also die könnt ihr Alex schicken. Ich glaube, ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr ein Chart spielt, wie man einen Clip über den Kinomodus verschickt. Wenn ihr es nicht wisst, dann... Schreibt es in die Kommentare. Genau, und schreibt in die Kommentare, dann mache ich noch ein Video dazu. Und wenn ihr es wisst, dann ist auch gut. Dann ist weniger Arbeit für Kevin. Genau, genau. Ja, immer also produktiv denken. Genau, und ihr könnt jetzt immer Clips schicken. Ich würde sagen, das Voting geht dann immer bis eine Woche bis Freitag, damit noch genug Zeit ist, das Video zu machen, oder? Ja, ich mache dann vorsichtig Samstag das Video und dann... Meine Leitung ist ja so gut, dann muss ich das dir ja geben. Nee, dann musst du das halt am Sonntag hochladen. Ich kann doch am Samstag hochladen. Dann haben die Einteiler geworden. Jedenfalls am Wochenende kommt mal Samstag oder sonst. Wochenende, genau, ganz pauschal. Genau, und dann habt ihr immer eine Woche Zeit zu voten und dann ist die Entscheidung, sag ich mal. Und ihr habt auch einen, dann, und ihr könnt immer Clips schicken, egal wann, ne? Ja, die kann ich, so immer, die nehme ich immer an. Clips gehen immer. Gut, ich würde sagen, das Gameplay endet bald. Noch circa 10, 20 Sekunden. Oh, warte mal, das bedeutet denn ja, dass ich, also ich kriege jetzt eine Woche lang Clips, theoretisch. Genau. Achso, die Clips so, dann, nur dann aus. Dann packe ich die alle in. Warte mal. Die ganze Woche die Clips kurz. Nur aus Team Deathmatch, klassisch und Deathmatch mit 3 Teams, ne? Und frei für alle natürlich auch. Genau. Ja, klar. Aber, warte mal. Ja? Ich bekomme die Clips jetzt für die Woche, ne? Pack die dann ja. Alle in ein Video, so. Dann voten die Zuschauer ihren persönlichen Liebling sozusagen, ne? Ja. So, und dann für die nächste Woche kriege ich ja wieder wahrscheinlich Clips. Das muss ich dann wieder in das Video für die nächste Woche packen. Sehe ich das richtig? Ja, einfach wann die Clips kamen. Wenn die in der Woche kamen, dann packst du die in diese Woche rein. Immer so, dass nein, ich in das ja, nächste Video kommen die immer. Nein, ich krieg jetzt Clips, so, theoretisch halt, ne? Mhm. So, dann packe ich die alle in einem Video. So. Aber dann, dann voten die und dann kommt die Woche da drauf. Ja, das Video mit den Gewinnerclip und meinen Top 5, so. Jo. Wenn ich in der Woche, wo das Video mit meinen Top 5 und den Gewinnerclip kommt, wenn ich da einen Clip bekomme, die packe ich dann in das Video der nächsten Woche. Genau. Weil sonst lohnt sich das, sonst ist das ja nicht so. Ganz genau. Gibt das keinen Sinn. Das Gameplay ist schon seit einer Minute vorbei. Ich habe jetzt hier, hier seht ihr jetzt gerade die beiden PSN-Namen. Die stehen auch nochmal in der Beschreibung. Falls ihr jetzt, weiß nicht, dass irgendwie das Bild irgendwie nicht lesen könnt oder so, keine Ahnung. jedenfalls,
Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und Ja, zuhören und besonders. schön Zum nächste Ende hin, Woche. was eher das Zuhören. Und immer schön kommentieren, ne? Mit den Clips. Weil es muss ja auch einen Liken, Sieger geben. favorisieren, kommentieren Ne, brauchen sie nicht. und. Kommentieren ist am wichtigsten. Und liken Ja. natürlich auch mal gut. Na, kommentieren dann nicht. Ja, abonnieren ist auch Damit gut. wir Alles wissen, super. was los Gut. ist. Jedenfalls bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss, Leute. Haut da rein.